als mal jemand aus unserer Familie zu meinem Vater kam und sagte, das Kind soll muss doch was Anständiges machen. Und mein Vater machte sich gerade und sagt, das Kind macht was Anständiges. Der Preis bedeutet natürlich eine große, große Anerkennung für uns als Unsichtbare, als eigentlich Unsichtbare in der Branche. Es interessiert die Leute, wer etwas singt, aber in den seltensten Fällen, wer dahinter steckt. Und dafür bin ich den Menschen dankbar, die die Lyrikon in die Welt gesetzt haben, denn da werden ja noch viele solche folgen, wie ich eine bin. Liebste Ingrid, dass du jetzt die Erste bist, die diesen Preis erhält, finde ich einfach gerechtfertigt und das freut mich über alle Maßen. Ich gratuliere von ganzem Herzen, wünsche dir alles Gute und mir, dass du noch tolle, tolle Texte für mich in den folgenden Jahren schreiben wirst. Meinen ersten Schlüsselmoment werde ich definitiv nie vergessen. Das war Christoph Stählin. Der hat einen Workshop gegeben und da war ich 19. Und er hat uns einen Satz gesagt, alleine die Tatsache, dass ihr es wollt, ist Berechtigung genug, es zu tun. Und der Preis, den ihr dafür zahlt, ist euer Leben lang an euch zu arbeiten. Das war der erste Schlüsselmoment. Liebe Ingrid, ich freue mich sehr, dass du den ersten Lyrikon, den Preis der GEMA-Stiftung für deutsche Textschaffende, erhältst. Nicht nur als Vorsitzender der Jury, sondern auch ganz persönlich als Kollege. Ich hoffe, dass wir uns recht bald mal wiedersehen, wie wir hier oben im Norden sagen, in echt. Ja, das ist sie, die Urkunde für den Lyrikon, ein neuer Preis für deutschsprachige Textdichterinnen und Textdichter. Das Besondere an diesem Lyrikon ist, dass er für diejenigen Autorinnen und Autoren gedacht ist, die eben im Hintergrund für Kolleginnen und Kollegen schreiben, für Künstler Texte verfassen, die dann von anderen gesungen werden. Ja, es war tatsächlich so, dass der Name Edith Jeske bald fiel und dann auch ganz klar war, dass Edith die würdige erste Preisträgerin ist als Texterin für andere. Herzlichen Glückwunsch zum Lyrikon. Liebe Edith, ich danke dir ganz herzlich für deine Arbeit, für all deine Liedtexte, für all die guten Ideen und den ganzen Kosmos um dich herum. Das ist eine große Inspiration. Vielen Dank dafür. Bleib gesund und dann sehen wir uns bald, auch in echt. Der zweite Schlüsselmoment war, als zwei Menschen, Rainer Bielfeld und Annette Meyer, mit Songs, die von mir getextet waren, den Ralf-Benatzky-Preis gewonnen und ein Kollege, mit dem es nie eine wirkliche Freundschaft geworden ist, vom Popkurs, kam zu mir und sagt, herzlichen Glückwunsch, Edith, und herzlichen Glückwunsch dazu, dass du auch dass du endlich die anderen singen lässt. Da habe ich wirklich gewusst, dass es auch nicht das Singen und Schreiben ist, sondern dass das Schreiben mein Metier und mein Seelenjob ist. Liebe Edith, mit großer Freude gratuliere ich dir zum Lyrikon 2020. Du hast nicht nur selbst große Erfolge als Textdichterin in vielen verschiedenen Genres gefeiert, sondern du stehst auch wie kaum jemand anderes für die Weitergabe deiner wunderbaren Fähigkeiten als Textdichterin. Und das ist ja sicherlich auch ein Zeichen für Professionalität. Alles Liebe, bleib gesund und bis hoffentlich bald, dein Frank. Und das dritte ist 2001 Tobias Reitz kennengelernt zu haben, der mir eigentlich wie ein Sohn geworden ist und der vom Kopierknecht in der Zellerschule ganz schnell mein Assistent wurde und dann auch mein Co. Und der jetzt sogar ein kleines bisschen weiter vorne steht, was mir sehr recht ist und der noch ganz neue Impulse und ganz neue Leute in die Zellerschule gebracht hat. Ja, ich habe ihn nicht persönlich ausgebrütet, aber vielleicht ein bisschen doch. Und ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf den Kerl. Das sind die Punkte, wo ich wirklich sage, wo es gebogen wurde und wo es sich auch verstärkt hat und wo ich es dann wirklich ganz genau wusste. Nichtsdestotrotz habe ich fast alle Jobs der Welt zwischendurch gemacht, weil ich absolut davon nicht leben konnte. Ich hätte gerne für Udo Jürgens geschrieben. Wir haben uns zweimal gesehen und es hat sich sowas von rausgestellt. Die Chemie hat nicht gestimmt. Für Mary Rose hätte ich auch gerne geschrieben. Habe ich versucht, mit wenig Angeboten allerdings. Mit Roland Kaiser möchte ich gern nochmal.
Mit Claudia Jung möchte ich gerne weiter. Und Thomas Anders gefällt mir ganz im Gegensatz zu früher übrigens jetzt auch richtig gut. Also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wer weiß, vielleicht klappt das ja noch. Aber ohne das Gefühl ist das ganze Handwerk nichts. Also das Handwerk, sich drauf zu schaffen und es perfekt zu können, es reicht nicht. Ich lerne es nicht von jetzt auf gleich. Wer das denkt, kommt wahrscheinlich nicht weit genug. Es lohnt sich aber, ganz viel Arbeit und Herzblut reinzustecken. Und von denen, die das tun, gerade in der Zellerschule, gibt es viele, die man sehen kann und bei denen man sehen kann, wie gut es funktioniert.